starte ich es. Hey, wir sind jetzt auch da. Warum bist du schon drin? Ja, so. Na, ich bin im Wartebildschirm hier. Heidi ho, meine Lieben. Ach so, das ist der Stream, der vor 7 Tagen losging. Bei mir bist du gerade aus dem Portal gekommen. Jetzt, ja. Nee, ich hab den... Da war ein anderer Stream an von dir. Also, naja. Ja, ich habe ein paar mehr Streams in letzter Zeit. So. Jo, Peiler, ich hab das gestern Abend auch nochmal eingestellt hier, dass die Alerts quasi in der Quelle Twitch Alert aufploppen sollten. Jo. Und hab das auch alles verschoben und so. Ich hoffe, es funktioniert. Müssen wir mal schauen. Jo. Werden wir dann sehen. Hab's bei mir auch alles fertig gemacht. Noch vorhin. Ja, nein, ich hatte keine Zeit. Meine Oma ist heute 80 geworden und da. Ja. Deutsches Alter für die Dame. Da war ein bisschen schwierig heute mit früh da sein. Ich komm immer früh. Hättest du doch eingeladen, hättest du mitgezockt. Nö. Ja, ich bin ja schon durch, was bringt das? Achso, ja, stimmt, ich vergaß. Ah, so, erstmal hinsetzen. So. Jetzt muss ich hier noch die Dödels alle einladen. Lade mal die Dödels ein. Ja, warte, ich hab dafür einen super Soundeffekt. Habt ihr den auch gehört? Nee. Nope. Ich Schade. Hab mit der eine Nachricht bekommen, dass er mich. Aber wir hören. Im Stream kommt er auf jeden Fall an. Der Teig eingestellt, aber schade, dass ihr das jetzt nicht mithört. Es war eine Peitsche. Das hält. Ne, wir sind nicht im Gespräch, wir stehen vom Kamin. Ja, ich habe in meinem Stream-Deck mal rumgepummelt und mir mal ein paar Kleinigkeiten draufgepackt, aber es ist schade, dass die Jungs das im Discord nicht hören. Jetzt muss ich mir die Sachen aus dem Discord vielleicht aufs Stream Deck packen. Ich bin im Gespräch in der Cutscene. Achso, ich muss ans Öhrchen. Jupp. Ah, okay, Leute. Puh, erste Dämonen haben wir gesagt, ne? Ja, warte, ich bin gleich drin. Vielleicht hätten wir uns besser vorher hinstellen sollen. Na, ihr könnt euch doch noch hinstellen. Achso, dann geh ich mal raus aus der Cutscene. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist schon durch die Tür. Ich bin oben. Wie kommt man da hoch? Looken wir mal. Über die Treppe. Da gibt's ein Fahrstuhl, Jusen. In den 10. Stock. Ich glaube, Peiler kann dich auch teleportieren, wenn du das möchtest. Wenn dir Fahrstuhl. Ja, ich bin doof, gebe ich zu, aber ich bin da. Kann ich auch so dein Spiel an. Hurra. So, ich bin jetzt. Okay, der Dämon ist noch nicht zu sehen, oder? Nee. Nein, wir sind jetzt gerade bei der Entscheidung quasi. Ich stehe auf jeden Fall neben dir, falls der Kampf losgeht. Das ist. Und jetzt hört ihr wieder dein Öhrchen zu. So, seid ihr noch weiter oben? Glaube ich, gibt nur eine Etage. Nee, hier steht noch eine Etage höher. Wo komme ich denn hier hoch? Bei der Treppe. Das ist klar, Digi. Ist die drin? Ist die draußen? Da. Ich sehe eine Treppe. Hinten links. Neben dem Fahrstuhl. Ja. Neben dem Fahrstuhl, ja. Ich dachte, der hat Flügel, aber es sieht ja aus wie Äste anscheinend. Äste? Ja. Ja, wie so ein grobster Ton. Ja, Leute, wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt uns da bitte gerne Bescheid, ne? Genau. Das ist halt ein Dämon, ne? Keine Engel-Dämon oder was? Ich bin neben David. So, seid ihr soweit? Ja. Gut. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Ich biss gleich mein Messer. Das war ein Orgasmus, glaube ich. Okay.
Dialoglautstärke der mal. Ja, was machen wir? Bleiben wir denn erstmal in dem Raum? Oder was sagt ihr, Leute? Na, ihr müsstet die Dämonen bekämpfen. Eigentlich Markus, oder? Ja, einer steht bloß direkt hinter uns. Warte mal kurz, Leute. Ja, direkt neben dir, Digga. Ja, ja, aber ich sehe oben in der Anzeige nicht. Der erste. Sound. Ja, direkt neben mir. Umgebung, Stimme. Ah, Stimme, Heikschnurrbart. Bam, Junge. Alter, 39er Crit, nice. Schild passt weg. Das war gut. Jo. Jo, danke. Ich bin auch Jolly. Ich mach nur gute Sachen. Musik lassen wir einfach mal so. Ich hoffe, dass das so ganz gut ist. Jut. Ja, alles klar. Das ist was ich machen konnte. Gut, David, wir müssen dann uns erstmal um den hinter uns kümmern. Arm, Junge. Arm! Picke er sich. Oh, keine Ahnung, warum er mich jetzt angreift. Achso, ich weiß. Nee, er greift, geht hier die ganze Zeit hin und her, der Idiot. Der hat sich umgedreht. Oh, warte, ich helfe. Ja, nice. Oh, gibt ja ordentlich die Keule da. Der hat schon. Alter, das war ein Eiszauber. Die mit ihren zwei Säbeln und so, Alter. Die geht gut ab, die Frau. Mach mal die Hakenschrecken da weg. Da vor dir. Den Markus, den kriegen wir auf jeden Fall, den eine Platte. Und ihn. Mein Problem ist nur, dass der direkt vor mir steht. Dann kannst du nicht ein bisschen wegrennen? Oder ihn schubsen und dann... Aber der greift mich doch an, wenn ich jetzt wegrenne, oder? Ja, dann nur, wenn du da unten diesen roten Dings wieder hast. Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Nee. Also er greift mich nur an, wenn der wenn ich neben ihn laufe. Wenn ich zurücklaufe, würde er mich nicht angreifen. Ja, genau. Genau. Ja. Genau. Müsste theoretisch erstmal so weit weglaufen wie jeder, damit ich eine gute Chance habe, ihn zu treffen. Ja, Pfeiler, das glaube ich wäre auch bei dir. Wie bitte? Ich hatte noch drei Joints wahrscheinlich. Hey, ich bin Abonnent. So. Naja, wenn ich das so einstelle, dass nur am Anfang eine Werbung läuft, damit nicht zwischendurch welche laufen, dann musst du leider als Abonnent, glaube ich, auch gucken. Wie viel hat der Dude? 32. 32, ja. Ein 32er. Wann ist denn er dran? Oh, gleich nach mir. Also das heißt, David wird auf die Fresse kriegen. Ja, deswegen muss ich ihn gut... Boah, ich hab bloß nicht mehr so viel. Die Attacke hebe ich mir lieber auf. Dann macht er den Feuerball oder macht das AOE Schaden? Nö, nee. Was anderes geht wohl auch nicht. Ignis! Doch die. Ich glaube, Eis wäre besser gewesen oder sowas, als du sowas hast. Aber eigentlich sind sie ja, bloß resistent gegen Gift. Ja, der wäre wenigstens vielleicht ausgerutscht. Ja, Gift-Immunität, ja. Der Alter, hat sind schon drei Stück drin. Kein Problem. Alter, die tot ist. Ja. Die ist tot? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist alle drin. Wir konnten ja nicht mal was machen. Der Großherzog, okay. Hä? Okay. Aber er hat doch vorher gesagt, er will sie lebendig haben. Also, sie ist tot jetzt. Das ist jetzt genau dieselbe Szene, glaube ich, wie wir letztens hatten. Ja, dann müssen wir aber gegen alle kämpfen, ne? Und die Kuppel ist weg, also sprich, die Ranken kommen wieder. Ne, genau, die Ranken müssen wir kämpfen, gegen die nicht. Oder? Sagt ihr jetzt, wir sind schuld? Wir können ja mal gucken, wie es ausgeht. Ja. Isabel! No! Oh, ich... Ah, scheiße, ich bin aber nicht am Anfang dran. What in the nine hells happened?
Weil ich kann der ja einen Zauberspruch geben, dass die 10 Ohren... Ah ne, die greift ja auch an. Ah, weil ich kann dir ja einen Zauberspruch geben, dass sie 10 Ohren nicht angegriffen werden kann. Immer noch lustig. Ich weiß nicht, ob ich das so... Hättest du ins Koma setzen können. God spare us. Catherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if Last Light falls, your mission does not change. You must find Catherick Thorm. And you must kill him. As impossible as that task sounds, there must be a way to break the spell that makes him invincible. There are secrets in this ancient waste hidden from... But hark, something stirs. Stehen wir jetzt eigentlich alle draußen? So, oder? Nein. Das ist gerade bei Limonade. Nach dem Land. Das bietet! Ja, nein. Jamona. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. That's it. Steel your hearts and steady your hands. To battle! Ja, Scheiße. Naja, sind jetzt alle gegen uns, ja, so war das. Ja. Weil wir aber wenn die jetzt nicht drauf gegangen wäre und wir die Dämonen platt gemacht hätten, dann wäre das nicht passiert? Ja. Nee. Na, wir konnten ja nicht wissen, dass alle Dämonen sofort zu ihr laufen. Jetzt wissen wir. Also neu starten? Ja, würde ich sagen. Gut, dann gehe ich gleich mal die Tür links durch. Aber dann kommen wir der erste Gegner durch. Genau. Naja, also oder wir stellen uns alle neben sie. Nur nehmen sie, weil sie können ja trotzdem sie angreifen, auch wenn wir neben ihr stehen. Ich würde die Durchgänge blockieren, also ich würde links die Tür übernehmen. Genau. Naja, aber dann machen wir einen Hit, oder? Ja, aber dann die greifen ja erstmal uns an. Das ist ja erstmal das Wichtige. Genau. Wenn wir Glück haben, können sie vielleicht auch nicht an uns vorbeilaufen. Vielleicht überlebst du es irgendwie. Die soll sich auch mal ein bisschen Mühe geben, also das ist doch kein Wunschkonzert. Oh, oh. So viel Schaden macht der Markus gar nicht an ihr. Es war halt nur extrem gut der Anfang, wie der gelaufen ist, Alter, weil der die ganze Zeit da hin und her gelaufen ist und wir ja, den die ganze Zeit gehittet haben. Genau. Aber ja, das können wir jetzt in dem Fall auch vergessen. Ja. Ja, dann müsst ihr euch nochmal so hinstellen. Mal gucken. Das wird schon. Premium Trinkets and Doodas! Na, oder geh doch raus und mach die Tür zu. Weil dann muss er erst die Tür aufmachen, weißt du, das ist auch wieder eine Aktion, theoretisch. Auch wenn er dich töten sollte, kann er erstmal die Tür nicht aufmachen, weil er dann wieder eine Aktion machen muss. Oder nee, der kann einfach so durch die Tür durchlaufen. Ach so, das ist keine Aktion, die Tür zu öffnen. Und du stellst dich am besten an den breiten Gang hin, oder? Ich mach die Tür zu und bleib hier draußen. Ja, also hier hab ich gedacht, weil hier war einer. Ja, aber stell dich rein in den Raum. Und mach die Tür zu. Der ist mal von hier so genug die Decke halt. Und Pfeiler geht auch hin und macht auch die Tür zu. Nein, ich scheiße. Ich kann auch von vornherein hier schon mal einen Fettfleck vor die Tür setzen. Oh, das ist klar, sowas wäre auch clever, ja. Kannst du doch schon mal zaubern, ja. Also, genau zwischen die Tür, was denkt ihr, lieber? Ja, vor die Tür. Ja, vor die Tür, ja. Okay. Kannst du vor beide Türen zaubern? Mann, Kamerawinkel ist scheiße. Nee, das war aber auch Zauberspruch. Ja, warte mal, ich stehe selber gerade leider ein Stück drin. Also, eine Ölpfütze können wir machen, aber ich will auch nicht so viel machen, nee. Hä? Hat das jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht?
Ah, hat's rausgenommen. Alles klar. Oh. Brennt sogar gleich schon. Nicht, dass wir gleich einen Angriff wird hier. Okay, naja, dann müssen wir jetzt schnell machen, sonst Alex, ist hier Feuerflecke. Alex, quatsch mal schnell. Mit wem denn? Na, mit dem, also, dass du sie uns angreifen. Dass wir wieder in dieser Cutscene sind, wo du schon mal gerade warst. Ja, der ist aber jetzt weg, der Typ. Oh. Hm. Wegen der Explosion oder was? Kann nicht mit der reden. Oh, die Fettflecke schon weg. Schön, ist wohl verpackt, dürfen wir nochmal neu reinladen. Oder dieser Öfen war vielleicht das Problem. Ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht, er hält gar nicht so lange. Nee. Der war jetzt sofort wieder weg. Ja, achso, weil die eventuell sauer auf uns jetzt sind, weil wir hier alles abgefuckt haben. Denke, ja. Das war jetzt ein Angriff in der Bude. Ja, aber wo ist jetzt hätten sie uns angegriffen? Ja. Achso, bist du aus dem Gespräch rausgegangen? Ja, ja, der Typ ist weg. Der steht hier nicht mehr, der Markus. Nee, ja, aber vorhin warst du doch sofort im Gespräch, ja, glaub, drin, als wir eingeladen haben. Mit dieser Isabel sprechen und dann kommt er ja wieder. Ja, Leute, das ist abgebrochen bei mir, das Gespräch, weil der Markus weg ist. Ja, er ist hier nicht mehr da, der Markus. Und ich, wenn ich die anklicke, dann passiert nichts. Ja, jetzt sagt sie, das macht ihr nicht nochmal. Vielleicht war die jetzt böse auf uns. Was. Ja, also Fettfleck sollten wir nicht machen. Wir müssen nicht da, wo Feuer ist, vielleicht. Ja, ich kann es danach machen, wenn ich dran bin, aber... Ja. Wir gehen alle rein, machen alle Türen zu und dann gucken wir mal, ob die Viecher durchkommen. Ja, dann machen wir das. Probieren wir das mal. Mal gucken. We will see. Yes, yes, yo. Hab Respekt, yo. No respect. Okay, dann lassen wir es. Wälder, kein Respekt für Sachen, die fliegen können. Premium Trinkets and Doodas. Aber Abba ist schon ziemlich cool. So, aber du bist jetzt in dem Gespräch noch drin, okay. Ich bin jetzt im Gespräch, ja. Wir machen nichts, wir stellen uns dahin, wo wir gerade gesagt haben und dann... Lips, genau. Dicker! It's me, Mario! Nee, ich hau ihn hier, yo! Ciao, yo! Ich bin der Chacha! Chacha! Ja, jetzt wäre doch schade, dass ihr kaum noch Zaubersprüche habt. So. Rein. Aber du hast ja noch unten die ganzen Schriftrollen und so, die kannst du doch zaubern. Naja, mache ich ja jetzt auch. Kann ja auch mit meinem Stab ein, zwei gute Zauber muss machen. Muss ich noch vor die große Tür stellen. Heiler. Obwohl, Yuzen müsste sich eigentlich vor die große Tür stellen und müsste genau, hier so ein bisschen hinten stehen, dass ich dann was machen kann. Naja, es geht ja darum, dass die Dinger nicht durchkommen. Ja, aber wieder, dann habe ich zwei Türen, auf die ich aufpassen muss. Weil nee, Peiler und damit. Dann nehme ich die kleine, ja. Yuzen, nimm du die Doppeltür. Ja, du nimmst die große Doppeltür, stellst dich da in die Mitte hin und. Genau, und Peiler nimmt die kleine Tür. Dann kann er auch noch rüberzaubern. So, wir stehen. What's going on? Nein, oder der Gegner wird gleich vor ihm stehen, also haben wir wieder selber Bude wie vorhin. Ja, wenn die uns angreifen, ist doch erstmal in Ordnung. Hauptsache, die Olle überlebt die erste Runde. Ja. Naja, ich konnte die Olle nicht mal heilen, das war ja die Sache. Also, wir hätten ja nichts machen können. Die ist einfach so doof gegangen. Los, sahen denn die Dübel vorher schon so komisch aus? The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. Kennen wir ja. Time. Naja, dann sind Kind mit. Darf die zwei umfallen? Okay, gut. Come along, Isabel. Und schon ging die Tür auf. Wieso bin ich denn jetzt da hinten? Warum da hinten? Du stehst doch noch daneben. Ja, nee, ich meine jetzt von der Initiative her. Warum bin ich denn nach den ganzen Viechern dran? Tja, gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es jedes Mal random. Alter. Hau doch drauf auf die. Ich bin ja jetzt noch nach Peiler dran. Hey, nur noch vor mir. Man muss doch das Positive in den kleinen Dingen sehen. Is what she said. So, ist die Frage, kannst du eine Fettpfütze oder einen Feuerball vor Yuzen seiner Tür machen? Weil ich glaube, da kommen die jetzt alle fast durch. Wie soll ich denn das machen, wenn die Tür zu ist, David? Kannst du nicht außerhalb zaubern? David, da ist eine Tür zwischen.
Ja, aber der Feuerball kommt ja von oben. Also. Okay. Also Feuerball kann ich jetzt eh generell nicht zaubern. Den Zauber habe ich gar nicht mehr bei mir im Petto. Wenn du eine Tür direkt dahin machst, wo ich gerade stehe. Ja, oder hast du einen Rollenzauber, die Olle beschützen könnte? Warte, wir können ja gucken. Dass die weniger Schaden kriegt oder so? Ja, genau. Irgendein Schutzzauber für die Leber, eine humanoide Pflanze. Hier, Schutz vor Energie habe ich drin. Berühre eine Kreatur, um ihre Resistenz gegen Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden zu gewähren. Aber ist auch nicht das. Also Fettfilm kann ich machen, aber... Dann steht Jusen mittendrin. Ich kann den nur genau auf die Tür machen. Ja, weil die Tür zu ist. Kloppt es durch und die da hinten brennen, aber das. Nee, du brennst 100 pro mit, wenn ich das jetzt mache. Ich use es. Nee, dann lass das erstmal. Deine andere Idee. Ich habe noch einen starken Zauber, der bis 64 abziehen kann. Direkt oder so ein Flächenzauber? Direkt. Du machst es auf den Markus hier. Bin ich jetzt mal so vorschaut da. Oh, ey, echt nur eine 35-prozentige Trefferquote. Dann beweg dich ein bisschen. Vielleicht hast du denn bessere Chancen. Ja, ja, Digga, aber wo soll ich denn hin? Ja, du hast zwei. Kannst du nicht die Heilschriftrolle nehmen? Dann heilst du so wenigstens so. Weil du bist gerade auch so voll nach deiner Blockade, wenn du ihn direkt anschaust, oder? Ich kann auch einfach so heilen. Du musstest doch nur drei Meter bis so lange gehen, hast du bessere Chancen, oder nicht? Nee, ich muss nach hinten usen. Ich bin Magier. Umso dichter ich rangehe, umso schlechter treffe ich meinen Zauber. Ich komm bis jetzt vielleicht in meine Gegend und versuch dann auf ihn zu schießen. Ja, da hau doch einfach auf den Großen drauf. So, auf den in der Mitte einfach, weiß ich nicht, dein Feuerball oder sowas schmeißt. Hast du nicht? Der Feuerpfeil oder sowas in die Richtung. Dass du einfach beim Großen erstmal Schaden machst. Ja, was anderes wird mir auch nicht groß übrig bleiben. Ich könnte sie auch heilen, aber die Einmalheilung würde gerne für mich aufheben. Du hast ja noch Tränke. Du hast ja noch Tränke im Fall der Fälle. Okay, dann heilig die, wenn damit alle einverstanden sind. Ich wäre auch dafür, dass sie zu heilen, ja. Wenn es geht. Wir müssen ja gucken, dass die irgendwie überlebt. Ja, das war für dich, Heiler. Beistand. Ah ja, hätte ich mal richtig lesen sollen. Nur 10 Heilungen gelesen, bin ich offen und ehrlich. Ja. Cool. Kann man die denn noch mit einem Trank oder? Ach nee, da müsste man ranlaufen, war, wenn es überhaupt geht. Ja, nee, du kannst dir keinen Trank geben. Zaubern kannst du, aber Trank kannst du, glaube ich, nicht geben. Naja. Ah, jetzt kann ich hier mal angreifen, den Hund. Ist die dran? Die ist gleich wieder tot. Nee, der Peter muss erstmal kommen. Naja, klar, aber. Trotzdem. Oh, der ist blockiert. Das war ein Fehlschlag. Egal. Jetzt gut. Vielleicht kann, aber vielleicht kann David sie heilen. Oder sie ist gerade voll verbuggt bei mir. So. Jetzt. Kamera wollte nicht hoch. Was kannst denn du machen, David? Hallo? Ja, ich überlege gerade. Ich guck gerade. Also ich könnte sie um 7 heilen. Ansonsten müsste ich halt hinlaufen und dann kriege ich erstmal einen Schlag ab. Ich könnte ihr Heiligtum geben, du, ein Verbündeter, könnte nicht zum Gegner, Ziel gegnerischer Angriffe werden. Perfekt, das wäre geil. Ja, das ist doch gut. Und dann kann Chaudin sie vielleicht noch ein bisschen heilen, wenn es irgendwie möglich ist. Flächenzauber können dennoch Schaden zufügen. Okay. Flächenzauber haben wir ja gerade nicht. Nee, aber dann kann ich ganz entspannt erstmal die Hakenschrecken vielleicht gefertigt machen, wenn die nicht angegriffen werden kann für 10 Runden. Ja. Da steht halt, bis ihr Schaden macht. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt gleich Schaden macht, weißt du, dann wäre der ja, blöd. Ja gut, aber dann... Aber es sind ja erstmal alle anderen drumrum dran jetzt. Also, ja. Kannst du vielleicht an das Vieh hier rangelaufen kommen? Achso, das hier?
Ja. Weil dann bin ich nämlich im Vorteil gegen das Vieh. Kann einen besseren Angriff machen. Also ich überlege gerade, ob ich mich halt noch in eine Tiergestalt, ob ich mich in den Tank quasi nochmal, weil mit dem kann ich auch immer zweimal angreifen, dadurch kriegen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schaden raus. Kannst du dich noch bewegen oder musst du denn stehen bleiben? Ich kann danach mich noch bewegen. Ja, dann machen wir es doch so, der bleibt da. Aber ich kann dann halt, ich kann dann halt nicht mehr heilen. Ja, ist ja nicht schlimm, du hast doch schon Heiligtum gemacht, alles gut, danke dir. Kriegen wir doch alles hin. Dann mach dich in den Eulenbär und dann... Bär-Eule, kein Eule-Bär. Dann kannst du da noch ranlaufen, Connor, an das Vieh? Ja. Angreifen kannst du nicht mehr. Nee, leider nicht mehr. Genau. Aber ich könnte auch zwischen die beiden laufen. Obwohl, greif die erstmal an. Reicht schon. Nice. So. Warte, ich kann nochmal. Ah, schade. Warte, so, jetzt könnte ich noch rumlaufen, weil wenn die dann von mir abhauen, dann hitte ich die halt. So, das sieht doch schicki aus. Okay, nice. Okay. You'll make excellent friends. Hätte Ruben mit bei uns stehen müssen. Ja. Gut, ich greife Euler Markus an, was? Am besten erstmal die Hakenschrecke. Ja, die. Die außerhalb ist oder die drinstehen? Die drinstehen. Die 21 oder. Aber die 10er könnte ich vielleicht auch wegkillern, dann hätten wir einen Gegner weniger. Ja, aber dann läufst du an dem Typen wieder vorbei. Mach doch die 21er da weg einfach. Und dann stehst du nämlich auch da. Neben dem Typen hier. Weil dann kann ich meine stärkeren Angriffe machen, wenn ich gegen den im Vorteil bin. Oh, singendes Schwertfeuer machen. Ja, und aber das Ding ist, das ist bei mir grau unterlegt. Achso, dann hast du es, dann musst du das nächste Mal erst wieder machen. Ja. Musst du eine lange Rast wahrscheinlich machen, um das wieder zu benutzen. Aber wenn du kannst dich vorher buffen, der Kampfrausch? Geht leider auch nicht. Ja, ich war ein bisschen ausgebrannt. Ein bisschen mit Mefe. Ich könnte Bohnenansturm machen, dann könnte ich ihn vielleicht wenigstens hinfallen lassen, aber bringt das viel? Nee, ne? Ich mach Schaden, so gut es geht, oder? Genau. Ja. Warte mal, ich kann. Boah. Zieh durch, du Lurch. Ich guck gerade, ob ich irgendein Elixier habe um meine Waffe, aber Gift bringt nichts. Er hat einfach seinen Zug beendet und gar nichts gemacht, der Feigling. Sie hat jetzt Heiligtum beendet, ne? Dadurch. Ja klar, weil sie einen Angriff gemacht hat, ja. Das muss man. Ja, das war echt was gar. General Tetherick wants her alive at any cost. Yeah. Kann er noch was machen? Noch weiter abhauen, ne? Oh, er Alter. Als ob er die noch. Alter, er konnte nicht durch die Tür schlagen. Nice. Zum Glück. Nee, ist noch Heiligtum. Ach nee, blockiert das? Doch. Ist blockiert das. Die Kreatur kann nicht Heiligtum erhalten. Das ist ein Debuff, dass du es nicht die ganze Zeit auf jemanden draufpackst. Ah, okay. Ja, okay. Aber trotzdem, die hat keinen Schaden gekriegt. Ja. Problem ist, muss an ihm vorbei. Wenn ich so an ihm vorbeirenne, haut er mich nicht. Wenn du kannst, mach erstmal einen Hakenschrecken weg, Peiler. Ja, aber ich treffe ja von hier keinen. Ja. Hab beide nur auf 10, wa? Ja, ja. Ich kann bloß nicht so weit an den Dude rangehen. Das ist das Problem. Und wenn du dich hier hinstellst, dass du den da siehst. Oder den anderen halt. Er steht im Weg wahrscheinlich. Nee, geht. Den hinteren Traffic. Nein, let's go. Den vorderen Traffic aber auch. Ne, mach mal den hinteren bitte. Okay. Nice, ist gut. Einer weniger. Ein Problem weniger, ja. So, jetzt steht noch draußen vor der Tür, oder? Ja. Der kam bis jetzt aber noch nicht rein. Ne, der geht jetzt außen rum. Ah, geil, könnte ich ja treffen. Nice, Jusen, du bist.
ist der geilste Tag, der hör auf. Weiter nur so. Ist ja nur Hobby. Wo läuft der hin? Aber wenn die unten die platt machen, ist gut. Ja, zumindest sind die da unten erstmal. Manchmal verstehe ich die Kamera, die automatische nicht. Wenn die jetzt mal zu Alex gehen, ich klick drauf. Mann, ey. Ey, wie macht das die ganze Zeit automatisch? Naja, aber wenn ich mal zwischendurch die Kamera leicht bewege, dann verliert er, weiß ich nicht, den Kontakt oder so, keine Ahnung. Manchmal so, ich prüge den Großen da erstmal weg. Den Marcus oder was? Oder ja. Wen? Wenn du es schaffst, gerne. Der ist der Einzige, der jetzt halt auf Isobel geht. Gib ihm! Gib ihm Parkour! Das ist eine Bonusaktion. Das ist eine Bonusaktion. Oh, oh jetzt. Weiß ich, ich treffe euch hier nicht. Ich treffe euch auch. Ja. Hä? Ja, wir haben jetzt solltest du vielleicht vorher mal richtig lesen. Oh, alles klar, Mr. Heiler. Du, ich hab's noch nie benutzt und das ist neu. Also von daher. Du hast in der Kreatur und ihrer Gestalt schon gekämpft und auch den Spell benutzt. Ist doch egal. Und wir haben ja Furcht vor dir, nicht vor den anderen Viechern. Ah, schade. Kann ich die Tür zumachen? Ah, ja, aber der ist immer noch da. Das ist ja egal, dann kommen aber keine anderen vielleicht erstmal rein. Ah, ist ja geil. Dann stehe ich jetzt erstmal vor ihm. Ja. Alex ist halt ein kleiner Angsthase. Komm ich da wenigstens an die vorbei? Ja. Weißt du aber schon, dass das relativ blöd war, ne? Wieso? Nimmst du Spurten und dann steht da drauf? Nee, ich bin jetzt, ich hab einen Zug nichts machen können. Richtig, weil er am Boden lag. Nee, weil ich Furcht hatte. Achso. Ich bin einfach weggerannt. Achso, ich wusste ja nicht, dass du mit mir dran bist, dann hättest du doch deinen Eingriff erst vorher gemacht. Sag bei mir, in meinem Ding sah das so aus, als wärst du gestolpert. Eigentlich war mein Plan, dass du den angreifst, weil dann hätte ich meine stärkeren Attacken machen können. Aber ich wusste ja nicht, dass du da irgend so eine Scheiße schreist. Oh, ne, tut mir leid, dass ich mir mehr Stärke gegeben habe und mehr Leben. Ja, aber brauchst du eigentlich gerade nicht, weil du nur einen Gegner vor der Nase hast, aber... Ja, ich krieg ja Bogen. Leute, es ist passiert. Wir können uns gerne über die Vergangenheit aufregen, aber es bringt nichts. Viel Start. Siehst du, jetzt kann ich mich aufregen kurz. Jetzt ist es vergangen. Jetzt ist es vorbei. Von mir. Okay. Ich kann ihn schubsen. Soll ich erstmal von dir wegschubsen? Mach doch. Gucken, wie weit er fliegt. Oh, gar nicht. Okay. Teilt er jetzt auch mal aus oder beendet er seinen Zug wieder? Ah, nice. Ja, nein! Geil. Sehr gut, sehr gut. Nein! Geh raus zum anderen. Oh Mann! Ich glaube, die will sterben. Ja, ich denke auch. Der hat irgendwelche Probleme, über die sie nicht reden will. Und die treffen alle nicht. Ne. Ja. Ah, gelähmt. Will be pleased if you go quietly. Gib ihm! Arm. Als ob. hätte ich ihn jetzt wie... Ah ne, ich hab ihn schon gehauen. Was macht er denn jetzt? Was macht der denn? Hin und her? Ja, der kommt nicht an die ran. Haben wir so gut eingekesselt. Okay, da kannst du auf den da gehen. Gucken, ob ich an der Tür vorbeizaubern kann. Zur Seite. Ich guck mal, vielleicht geht nicht. Ich muss erst ein Stück zur Seite laufen. Und Jusen meint, die sollen ausrutschen, ja. Bloß nicht ganz so viel Schaden. So, wurscht, wenn er einen Zug weniger hat, sag ich mal, dadurch, dass er aufstehen muss, ist ja auch in Ordnung. Aber kannst dich beeinflussen, ob er ausrutscht oder nicht. Ja, ausrutscht. Aber vielleicht haben wir die Chance. Wie ein Tauchsee versuchen. Er ist ausgerutscht. Nice. Sehr gut. Soll ich mich trotzdem vor ihr stellen, aber die wird bestimmt an den Rand rennen. Nee, du nicht. Du hast Fernkampf, Dicker. Was willst du so nah an ihr?
Aber es wäre gut, wenn du irgendwie nach hier hinten gehen könntest oder so. Weil dann kann ich da nämlich hinrennen gleich. Oder, ja, oder Schuldin halt, ja. Genau. So. Speer. Jetzt ist er aufgestanden, dafür hat er einen Zug verschwendet. Oder? Ja, jetzt kriegt sie doch auf den Näse, oder? Nee. Wie gesagt, er musste aufstehen. Das war die Hauptstadt, glaube ich. Genau. Alter. Der Loop für uns. Hab ich gerade auch gedacht. Ich hab deine Stimme schon vorher gehört, David. Ah, scheiße, die steht im Weg. Ich komme nicht an den hier vor mir ran. Also den an ihr. Aber der ist ja jetzt eh nicht mehr dran erstmal, oder? Nö. Nee, er ist erst nächste Runde wieder der Erste, der dran ist. Und der steht da unten in der Mitte. Aber hier oben ist noch so eine Heuschrecke, die kannst du wegballern. Da unten ist noch... Ah, da unten ist dieser scheiß Puma. Ja, aber der scheiß Puma, der gehört zu uns. Ja, aber ansonsten wäre ich von hier oben runtergesprungen. Ah, nee, die hat auch nur noch 4. Geh doch auf den nach. Ja, wollte ich gerade sagen, geh doch auf den, der auf der Ebene ist. Ja, da komme ich ja nicht ran, das ist das Problem. So. Kommst du nicht durch die Tür, oder was? Ah, okay. Ich komm nur bis hier. Achso, ich hab eher an, den hier. Nee, aber kommt da nicht hin. Kannst du da nicht sporten? Warte, sporten macht eine Bonusaktion und ich kann... Doch, ich kann dann noch angreifen, ja. Cool, dann mach das. Sporten und dann angreifen. Dann lauf erstmal. Ah ne, das ist springen. Wie ist denn sporten? Wie ist sporten? Ah, sporten ist eine Aktion, dann kann ich nicht mehr angreifen. Ah, okay. Oder? Nee, Na dann spring doch. Da kannst du den Spring hier runter. Den Typen unten zu töten, oder was? Naja, dann lauf hier ran und dann springst du da runter. Ja, nur das kann ich ja machen. Aber da ist halt der Puma, weil wenn ich runterspringe... Kriegt der Schaden. Ja, du kannst doch dahin springen. Richtig, auf da ist doch der Typ. Ja. Ach so, ja. Spring dahin. Ja, ich habe Angst, dass ich den anderen treffe, warte. Ja, ist doch scheißegal, mehr Loot für uns. Ja, aber die könnten dann auch. Ja, die könnten ja, könnte böse auf uns sein. Und dann haben wir noch mehr Gegner. Musst du halt. Ungefähr. Obwohl, da kann ich hinspringen. Ja, naja, siehst du. Siehst du? Genau, Toppi. Kannst du noch angreifen? Ja, klaro. Dann gib ihm Schelle. Hat auch nicht mehr viel haben, der Dude, oder? Oh ja. Vielleicht ist er. Ja! Ach. Warte, ich habe noch ein Alchemiefeuer. Kann ich. Musst du dich dafür nicht zurückverwandeln? Vielleicht kann ich mich auch selber verbrennen. Nicht erreichbar. Okay. Oh, Sport. Okay. Hier ist jetzt zu dem da. Kann ich nicht noch besser laufen? Könnte doch. Ne, ich komme da nicht ran, die steht im Weg. Nahkampf geht auch. Ich komme da nicht ran. Was, man kommt da echt nicht vorbei? Ne, ich komme an der nicht vorbei. Kannst du springen, dummerweise? Ne, ich musste schon sporten. Achso. Dem Pfeil ins Gesicht hauen? Ja, ich kann den noch abschießen, ja. Oh, dann schieß ihn ab. Oh, 13. Na, ja, jetzt hat er noch 15. Okay, ich bin gleich wieder da. So, soll ich mich auch hier um die Biatch kümmern? Na, du kommst nicht durch, Jusen. Na doch, mit Fernkampf. Guck mal, die hat 15 und ich kann mit einem Feuerpfeil 5 bis 20 Schaden machen. 65%. Okay. Ja, in der 5. Ja, naja, dann probier das, wenn wir Glück haben, was zu schreiben. 8. Hat's noch. Besser als gar nichts. Eigentlich müsste es im Feuer stehen. Da muss man auch immer aufpassen, ey. Wenn hier irgendwo eine alkoholische Flasche steht oder so, macht's immer gleich Boom. Ja. Ich bin ein schöner Eulen. So, Jussi, jetzt kannst du dich entweder genau noch heilen und bewegen oder beendest deinen Zug. Kannst dich ja theoretisch auch schon vor die Tür stellen.
Ja, aber ist ja schon Chaudin und bringt nichts. Nee, ich meine so, ich bin wieder da. Ich kann mich. Ach so, vor der Tür meinst du? Ja, kannst du nicht von. Kannst du dich nicht hier hinstellen und von da oben runterschießen? Er hat eh schon angegriffen, er kann eh nur noch laufen. Achso, ja. Ne, ich war gerade nicht da, ich hab's nicht gesehen, dass er angegriffen hat. Was für ein Zeugstil? Das Ding ist, wo soll ich denn doch? Ne, stell dich einfach. Stell dich einfach mittig zur Tür. Genau, stell dich einfach dahin. Dann stehen dir alle Aktionen offen. Nächste ja. Runde. Und keiner kommt an dir vorbei. Oder kann jemand von der anderen Seite kommen? AG-Rüstung, okay. Vielleicht überlebt sie doch noch. Mein Gott, die töten aber auch gar nichts. Grundrüstungsklasse auf 13. Und ihre Rüstungsklasse ist schon 14. Ey, ist das. Ah, den glaube ich doch nicht so clever, oder? Alter, den hat er platt gemacht. Warum hat der wieder 49 Leben? Der sich geheilt hat. Macht der Schaden heilt. Und heilt? Der heilt sich durch den Schaden, den er verursacht. Ach du Heilige. Alter, kannst du Fernkampf auf diesen komischen, geflügelten, harten Schreck machen mit 8, der durch der Tür ist? Warte, ich hatte 12 Leben. Da hat er gerade 17 Schaden gemacht. Oh. Kein Wunder, dass er sich so krass geheilt hat. Ja. Okay, sehr gut. Ich will wissen, was für ein Zauber der hat. Ich will das auch haben. Gut, also die Biatch ist erstmal safe. Safe, ja. Außer sie rennt wieder irgendwo ins Verderben. Kann sein. Die ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Ja, aber es sind ja nur noch zwei Gegner und der Dicke halt. Der kommt zu mir. Unten, ja. Als ob. Nee, kommt nicht zu mir. Ja, du warst ein Stück zu weit oben drüben. Ja, okay. Ah, jetzt steht er aber bei mir. Richtig. Die steht doch da safe. Also, na, ich würde sagen, ich verprügele den da unten einfach weiter, wa? Jo. Ja, ich hau den hier oben weiter weg. Vieler Schlag. Schade, zwei hat er noch. Ich könnte das Verängstigen nochmal machen und eventuell ihn mittreffen. Ja, mach das da unten. Ah ne, aber ich verängstige die beiden, die hier unten stehen, oh. Drauf geschissen, die machen eh keinen Schaden. Ne, lass es doch einfach mit dem Verängstigen, es sind doch nur noch drei Gegner. Richtig. Ja, ich mach dadurch doch nur mehr Schaden. Für drei Gegner lohnt sich nicht. Wenn du jetzt hier unten wärst und es würden auch drei um dich rumstehen, dann würde sich das richtig lohnen. Naja, aber ich kann es ja noch anders, also könnte jetzt es noch machen. Dann krieg ich mehr Leben, ich krieg mehr Tempo, also krieg mehr Stärke, krieg temporär mehr Leben. Brauchst du doch nicht. Okay. Weil dann lass doch lieber die anderen angreifen, die kriegen vielleicht, die machen auch mehr Schaden. Ja, aber wenn er fängt, wird man auch nicht angreifen. Achso, Jusen, hast du nicht so eine Scheiße, dass der sich nicht heilt mehr? Kannst du das nicht draufhauen? War das nicht dieses Nekro... Doch, die Fähigkeit hattest du. Also, wenn ja, ich jetzt aber ich hab kein Nekro mehr, Dicker. Wie hast du... Weil ich down... Ich bin zauberkräftig down. Ich kann nicht so viel zaubern. Achso, nee, okay. Okay, alles gut. Jo. Also, kriegt ihr den Zweier da hin jetzt? Oder soll ich den jetzt fertig machen? Aber ein oder weniger. Den Zweier kriegen wir hin, schieß auf den da unten, auf den Dicken. Oder mach den Hakenschrecken da hinten weg, den Zehner. Wenn du von hier oben angreifen kannst. Den da. Aus dem Winkel, du kannst Treffer du hast. Kannst du nicht dem auch eine klaffende Wunde geben oder hast du das schon benutzt? Klaffende Wunde ist aber Nahkampf. Ist auch okay. Hat er nur 5. Ich kann höchstens die Klinge für Betäuben machen, aber es bringt ja nichts. Ja, du kommst ja nicht runter. Na, ich könnte auch den Zweier betäuben, aber bringt ja auch nichts. Wann ist der nicht als nächstes dran? Nee, der später ist dran. Geh ins Bett! Aber wenn du immer noch angreifen kannst, dann hau den oben weg, den Zweier. Egal, bleibt einfach stehen. Das passt schon. Wenn er sich jetzt bewegt. Stehen, es passt schon. Ja, nice, genau 5! Alter, was ich. Alter, krass.
Läuft doch! Bitte renn nicht weg. Oh nein. Oh, ey, die will doch sterben. Aber Fehlschlag, alles gut, alles gut, alles gut. Und jetzt ja, geht die jetzt natürlich die nur nach unten, oder was? Die wird nur mal die Aussicht lesen. Oh, Alter. Toll. Jetzt macht er wieder seinen AOE-Schaden. Ich heile mich. Oh, nice. Ich auch. Ich war auch hinten. Oh, Peilersatz ein. Oh, nice. 10. Ah, der hat sich aber nicht, der hat sich nicht geheilt. Nee, das ist... Nice. Nein, dann ist der nächste Runde tot. Ja. Weil der macht den Einer weg, wenn du möchtest, und dann kannst du rausrennen bis dann wieder. Weil hier oben sind keine Gegner mehr. Ja, und unten kann ich ohne nichts mehr machen, groß, weil die stehen eh alle ineinander. Deswegen mach den einer weg, komm ein bisschen nach vorne und dann reicht schon. So, dann kann ich vorbeirennen. Dann kann ich noch einen Angriff machen. Nahkampf, Airbus 55. Feuerball 80. Feuerball. So, kriegst du den da jetzt hin, oder? Ja, ich habe eine 60%ige Chance, ihn umzuhauen. Another parasite collected. Loot hätten wir mal angreifen können. Okay, dann greifen wir sie jetzt an. Alter, die heilen sich alle. Können die uns auch heilen? Was macht mein Charakter? Ich will den hier draußen looten und sie läuft den langen Weg außen rum. Oh, da ist jemand im Gespräch. You've been caught mid-robbery. Oh, Jusen, du solltest die roten Sachen nicht einsammeln. Das war's Tagebuch. Es war nicht rot. Doch. Du wurdest beim Raub ertappt. Achso, nee, you're off the hook. At the cost of your illicit prize. Das sieht gar nichts an, einfach mehr. Okay. Ja, ich glaube, jetzt ist die nicht mehr so nett zu uns. Soll ich jetzt erstmal speichern? Oder ja, bitte. Ja, ja, speichere erstmal. Die haben alle ja, ihre Vorräte aufgefuttert, oder was? Ein paar Kisten hier draußen konnte man nämlich looten. Nix drin, Alter. Oh, wenn ich eine Tiergestalt bin, dann kann ich mit den Tieren auch richtig sprechen. Was denkst du, wenn du schon normal mit Tieren sprechen kannst? Du bist größer, stärker, behaarter. Nee, sonst muss ich immer den Zauber machen, dass ich mit Tieren sprechen kann. Aber ich kann mich auch einfach in ein Tier verwandeln. Das klingt sehr logisch, Digi. Oh nein, die Katze mag mich nicht. Scheiße. Habt ihr die Typen alle gelootet? Nee, ich bin immer noch am Machen und David ist am Kichern. Ja, weil ich gerade hier im Dialog bin mit der Katze von David. Komm, du bist größer, lauter, stärker. Guck mal, sogar ja, wir haben Angst. Aber ich will mich nicht mit der Katze anlegen. Oh. Du meinst, das eh ins Bett? Seems someone's been skimming our supplies. Is anyone keeping an eye on those children from El Dorel? Maybe not, Mom. There's an illithid another parasite. Collect it. It might be. Wir dürfen ja nicht mal seine Leiche looten, ne? Er ist auch rot. What's hiding here? Die Leiche von dem Dude mit den Flügeln ist rot. Lost Markus. Ja. Aber Roland auch, wie ich sehe. Also naja, Typen von denen. Naja, aber Markus. Getränke ja, kann man rot, sich ja einstecken. Aber mehr auch nicht. Nur den Suff, Alter. Gästeverzeichnis kann ich nicht. Ich glaube, genau alles andere haben wir, glaube ich, großteils gelootet. Was ist das für eine Karte? Ah. Da wird euch ein bisschen blockiert. Alles unwichtig eigentlich im Ring plus Peanuts, aber wir nehmen es mit. Okay, Viehmarkt auch Mist. Ach, hier gibt es noch ganz viel zu looten, wo ich bin. Da einer mal looten kurz. Hier bei mir.
Bin gerade hier unten selber am Looten, Alex. Oh, mein Charakter läuft immer hoch und runter. Läuft ja super. Geil, durch den Boden gelootet. Das kann nur ich. Jetzt komme ich bloß mit der Kamera wieder nicht nach unten, damit ich den Rest einstecken kann. Das ist ja scheiße. Ich eigentlich mehr Stärke und kann mehr tragen. Oh, jetzt habe ich auch 240 Tragkraft. Collected. It might be useful. Jemand von euch den Parasiten gerade? Yes, Mom. Was für ein Parasit? Ich hab einen Parasiten genommen, ja. Okay. Ich hab's aber nur gelesen, ich weiß nicht. Ah, ich glaube, ich habe gerade den eingesammelt hier unten. Weiß ich jetzt aber nicht, ich klicke einfach alle dann hier. Weil ich drück die ganze Zeit Windows-Taste an, schon alt. Du bist ja jetzt hier, ne? Du lootest ja mal schnell, ne? Ja, ja. Sowas weiß es. Alter Käse. Yummy. Oh, muss man aber in dem Game hier ganz genau hingucken. Hier liegt so viel überall rum, auch in den Ecken noch. Ich frag mich, ob das alles von Hand gesetzt wurde oder ob das... Mein Charakter kommt nicht klar. Wenn ich im obersten Regal drücke, rennt er immer in den ersten Stock, um es durch den Boden zu nehmen. Da kommt er angelaufen. Und Flock, war nichts drin. Jetzt rennt sie gleich wieder nach unten bestimmt. Genau, damit ich das überhaupt greifen kann und dann renne ich wieder nach oben, um durch den Boden reinzugreifen. Oh, toll, Leute. Bei den Kisten ist überall was. Nichts. Jetzt sprechen wir mit der Kuh. Habt ihr da unten die ganzen Tische und alles schon abgesammelt? Ja, ne? Und auch an den Wände geguckt und so? Nee, da ist noch was. Okay, ich guck gleich noch. Wir müssen uns jetzt eh erstmal mit ein paar unterhalten. Erstmal mit der Ollen unterhalten und dann noch mit Mattis, wo die Schwester entführt wurde, wisst ihr? Wo das Vieh reingeflogen kam. Die kleine Rote mit den Hörnern. Eins oder zwei? Ich bin im Gespräch. Mit der Kuh. Mit dem seltsamen Ochsen. No, incapable. Not for you. Ich sehe nichts, Mann. Ich bin irgendwo unter deiner Achsel. Ja, weil er so ein großes Tier ist. Ja, der Natur, ne? 14. 18. 18, nein. 17! Ah, 20, okay. Close your mind to mine. Du riechst ein bisschen unter der Achsel, David. Ah, die Grafik sah gerade voll scheiße aus bei mir. Von den Gedärmen. Ich backt die Zähne auch gerade rum. Alter, meine Augen sind rausgekloppt. Ja. Oh, sehr schön. Ich will den Besen fressen. Ja, Mann, ich will den Besen auch. Keep quiet and you won't have to find out. Ich glaube, das wurde mit am Anfang irgendwie eingesprochen. Das backt hier wirklich alles. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass du in der Tiergestalt bist. Good little hero.
aber ich finde doch die Stimme und so, wie das klingt, das klingt sehr doll, als wenn sie das ganz am Anfang mal erstellt haben. Nee, wenn der allein mit mir redet. Aber ich glaube, die machen nur Mu, David. Das war nichts drin. Oder ist das auch ein Bug, dass ihr das schon gelootet habt und mir das noch als ungelootet angezeigt wird? Nee, ich glaube, unten ist gar kein Loot. Ich habe da auch alle Kisten durchgeguckt. Nirgendwo war was drin, ne? Naja, war generell nicht viel. Wir stehen halt bloß überall ein paar Weinflaschen und sowas rum. Sonst findet man nicht viel. So eine leicht asiatische Stimme. Ist vielleicht eine asiatische Kuh. Hast du was dagegen? Er hört sich an wie im Anime. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch eure Sachen reinpacken, die ihr gelootet habt, dann verkaufe ich die noch. Oh, kann man gegen den hier unten Schach spielen? Ja, ich bin noch am Einsammeln, Alex. Ich bin noch nie durch. Ich finde immer noch mal wieder ein paar Sachen. Na, hier hat sich auch noch was versteckt. Ja, falls jemand schon mal Zeit hat, kann er das ja machen. Kannst du momentan nicht sprechen? Achso, weil du beim Händler bist wahrscheinlich. Gute Frau, doch mal wirklich. Ach, die Kamera manchmal, du. Wirklich alles haben. Das sieht sehr danach aus. Wart ihr auch in den Nebenräumen überall drin? Ah, hier ist Susan. Alex, willst du mal gucken? Ich hab ein Buch über den Trank. Obwohl, das die Bücher lesen. Können wir doch alle lesen, oder? Ja. Ist auch was vergessen worden. Was macht mein Charakter? Sie läuft echt raus und greift durch die Wand. Ich glaube es nicht. Wo läuft sie hin? So kann man es auch machen, Leute. Daraus müsste ich ja wirklich mal einen Short schneiden. Da oben den Sack angegriffen. Sie läuft ums halbe Gebäude rum, unten in den Keller, klettert auf so eine Kiste und greift dann Richtung Decke. Packt da mir alles rein? Jo, ich pack dir erstmal rein, bevor ich hier Jusen seinen Raum nochmal nachkontrolliere. Hoppla. Sag doch ja nicht, ist der überhaupt da? Er ist auf Klo, wa? So, sorry, war auf Mute. Aber ich bin die ganze Zeit hochmotiviert, alles reinzupacken, sorry. Und Pai, du kannst mit Steuerung auf jeden Fall auch mehrere markieren. Ja, stimmt. Du nicht ich vergesse das immer. Frag mich, muss man für einen Notfall wirklich mal sich ein Seil oder sowas aufheben? Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber wir können euch bringen, Alter. Dass irgendjemand sich einen Strick binden möchte und dann können wir ihm das sagen. Ja, hängen möchte, ja. Festen sonst einen Strick binden. Lootsteine, muss man den eigentlich aufheben? Wisst ihr das? Was? Blutstein? Blutstein? Nee, musst du nicht aufheben. Kann weg. Irgendwann will jemand mal einen Stein von uns und dann haben wir keinen. Ja doch. Okay. Ja, Blutstein kann ich ihn auch einfach selber bauen. Gib mir einen Stein. Ich nehme ihn in der Hand, schmeiß ihn gegen den Kopf und dann haben wir einen Blutstein. Wenn mich das Spiel hier komplett verkackt einläuft, sie jetzt wieder nach unten und greift von unten rein. Das gibt's doch nicht. Ich greife doch von dem Raum aus, einfach nur von unten einfach. Geht ja nicht. Ich muss immer nach oben gehen, damit ich es anklicken kann und sie rennt dann nach unten, um es zu greifen. Oder? Nee. Jetzt hat sie sich eingekriegt. If you have an alternative in mind, please do propose it.
Da auch was vergessen. Ach, Husen, looten müssen wir nochmal üben, wa? Anzoomen und Kamera drehen kann auf jeden Fall hilfreich sein. Da jetzt noch irgendwas für mich, oder? Ich bin noch nicht alle Räume durch. Hier haben wir nichts weiter. Da hinten war ich schon, da war ich, hier war ich, oben war ich, überall. Doch, da müsste ich jetzt durch sein. Hoffe ich. Mal hier draußen noch gucken. Nee, hier ist nichts. Okay. So, kannst du hier mal Tellerchen und zwei Becherchen. Wie gut das war, da. Für was brauchen wir ein Eiskristall? Ja, kannst du vielleicht auch verkaufen. Oh, was war das? Bettlaken. Okay. Jetzt müssen wir uns erstmal mit vielen Leuten unterhalten. Ob sie eigentlich in ihrer Antis dann draußen gelaufen war. Nee, steht da noch oben. Ah, okay. Jetzt unterhalte ich mich schon mal mit dem kleinen Mädchen. Was ist das Mädchen? Ist das ein Junge? Mole said, never abandon your post, so I'm gonna keep going. Geh mal kurz ins Lager. What do you need? Dann könnten wir ja eine lange Rast machen, damit wir unsere Zauber wieder haben und so. Ja, eine Idee. Wir haben ja hier noch... I'm alive, ain't I? What's not to like? I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Schau mal ganz kurz weg. Maul gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. Oh nein. Was? Ich wollte mal den magischen Spiegel anklicken, aber dadurch bin ich aus meiner Dingsgestalt gegangen. Das ist jetzt nicht, ist doch nicht schlimm. 12 Leben, die ich hatte. 8. Leben. Oh ja. Du wirst sterben. Oh, ich kann mich im Nachgang auch zu einer Frau machen. Scheiße. So, nee, das ist nur meine Identität. Schade. Okay, dafür verschwende ich keine Inspiration. She always says the stuff I like is junk. Wo ist die Katze? I'm gonna make a killing on this. You'll see. Kann ich den Schlüssel jetzt trotzdem noch abkaufen, oder nicht? Maul said, never abandon your post, so I'm gonna keep going. What do you need? What about it? This is a valuable piece. Ja, klar. 1000 Gold will die für den Schlüssel. And that is non-negotiable. Und ich weiß nicht mal, wofür es. The price isn't changing. Was denn für ein Schlüssel? Ja, keine Ahnung, Alex. Ich kann hier jetzt für 1000 abkaufen, kann den Preis verdoppeln, kann sagen, keine Chance, das ist zu viel, oder ich komme später zurück. Eben, aber erstmal, ich komme später zurück. Hurry. I've got loads of interested parties. Aber mal gucken, was du generell zum Handeln hast. Shop still open. What do you need? Zeig mal, was du hast. Giftpfeile, die durch unsichtbar. Das erste. Das lilane. Das ist ein Pfeil. Pfeil ist mal. Humanoiden töten. Also ja, wie teuer ist denn der? Genau, da mal drauf. 168. Aber musst du überlegen, ist nur ein Pfeil, ne? Danach, wenn er weg ist, ist er weg. Ja, das ist klar, aber doppelten Schaden ist krass. Wenn Alex da einen 36er Crit macht, dann ist der quasi gewone-shottet.
Na ja, logisch. Elixier des Blutdursters. Was kostet das? Was bringt hier so ein gutes Sorgen? Ja. Ist aber krass. Wenn du ganz viele kleine Gegner hast, dann kannst du halt zack, 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 jedes Mal hintereinander angreifen. Hier, wenn wir wieder so eine scheiß Raben haben, die, weiß ich nicht, nur drei Leben haben, aber 20 Stück da sind. Elixier der Rindenhaut. Auf tritt dieses Elixier und deine Rüstungsklasse erhöht sich auf 16. Nee, das bringt mir nichts. Das bringt nichts. Nee, also der Blutrausch ist gut. Umhang des listigen Nebels. Wenn sich der Gegner zurückzieht, erschafft er zusätzlich eine Nebelwolke mit einem Radius von 2 Metern, die mindestens einen Zug lang hält. Also man ist dann so gesagt versteckt, wenn man sich zurückzieht für einen Zug. Nee, den auf jeden Fall kaufen, weil Umhänge kannst du immer anziehen. Das ist ja, ich weiß. Aber ich kann nicht gerade kaufen, ich bräuchte dann mal kurz das Geld. Ich kann dir das Geld geben, was ich habe. Geht das auch, wenn ich beim Händler bin, dass du mir das trotzdem... Ja, ich habe gerade gelesen, wir haben das Elixier der Bossheit freigeschalten. Der Bossheit, nice, das passt uns. Wir sind ein Boss. Alter, warum habe ich Rüstungsklasse 13? So, wegen diesen komischen neuen Panzer, den ich bekommen habe von euch. So, oder meinst du, den Blutdurst sollte ich noch mitnehmen, ja? Bei den habe ich auch, das ist ganz gut. Kriegst du 5 extra Trefferpunkte. Seelengehäuse, okay. Nee, ach Quatsch, Seelen. Ich kann die Elixiere auch alle herstellen, ne? Jojo. Ja, wollte ich nur sagen. Naja, wäre jetzt nicht so teuer, 62. Öl der Verbrennung, ja, ist natürlich nicht schlecht. Also hier diese Öle, die sind eigentlich ganz gut immer für Alex, wenn der angreift. Also Verbrennung kann ich mir auch gut vorschlagen. Aber die kann Alex bestimmt auch selber herstellen. Ja, ich kann das alles herstellen. Das brauchen wir nicht kaufen. Aber können wir eigentlich auch Pfeile selber herstellen? Das geht nicht, ne? Also den würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Jetzt nicht zeitnah benutzen, aber wie gesagt, beim Bossfight, also beim Endboss oder so, wenn wir da doppelten Schaden machen. Welchen ich weiß, den lila in den Pfeiler hat. Ja, hat er schon gekauft. Wie heißt denn der? Pfeil des humanoiden Tötens. Das ist ein seltener, ich glaube nicht, dass wir den craften können. Oder sehr selten ist der sogar eingestuft. Ja. Macht, halt, wie gesagt, macht halt doppelt Schaden. Da steht Nahkampf. Warum steht da Nahkampf? Aber nee, darunter steht keine Fernkampfrüstung. Hä? Ja, weil ich nichts an Fernkampf in der Hand habe, David. Ich habe keine Fernkampfwaffen. Außer mein Stab. Ja, aber ich wusste nicht, dass du Pfeile auch im Nahkampf verwenden kannst. Weil da drunter ja Fernkampf steht, Nahkampf steht. So, das ist. Aber da steht ja keine Fernkampfwaffe ausgerüstet. Ja, aber da drunter steht halt Nahkampf. Und normalerweise steht da eigentlich, ob das Nahkampf oder Fernkampf ist. Deswegen irritiert mich das jetzt gerade. Weil, wenn ich jetzt gerade gucke, Pfeil der Transportation ist bei mir auch als Nahkampf angegeben. Hm. Weiß nicht, ob er es als Nahkampf angibt, wenn man gerade keinen Bogen in der Hand hat, oder dann als, ob er es danach dann so gesagt, wenn du den Bogen in der Hand hast, als Fernkampf sieht, weil er sonst mit dem Pfeil im Nahkampf gehen würde. Ich weiß es nicht. Mich würde ja nur interessieren, ob ich Pfeile quasi auch im Nahkampf verwenden kann, oder ob man das quasi immer als, weißt du, weil sonst könnte der Juden auch dann vor dem Stehen etwa im Nahkampf Pfeil verwenden. We'll keep an eye on Isabel. If they send anyone else to snatch her, we'll be there nice. To stop them. Was ich kenne, oder? Good work rooting out the traitor. I knew Marcus well. In der Ruhe und sagt Bescheid, wenn es weitergeht. Never suspected a thing. Müssen wir erstmal noch mit den quatschen jetzt. Die müssen uns ja irgendwas geben, ne, dass wir die jetzt beschützt haben. Naja, ich unterhalte mich erstmal mit den unwichtigen Figuren. Okay, us, and now we have a traitor on the inside. Ja, da wollen wir ja sehen. Ja, klar, deswegen warte ich ja.
Na, vielleicht wäre es auch besser, wenn Alex mit der quatscht. Ja, das wäre wirklich besser, ja. You hadn't heard. Mit wer? We were ambushed, out in the darkness. By cultists. Mit der hab ich schon versucht zu quatschen. We surrendered. Geht nicht. But that wasn't enough for them. Wir haben ja noch die andere hier drin im Haupthaus. Ashrak, who was with the kids. Die so gut aussieht, heilt. Telling them it was gonna be alright. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Nein. Then his tongue. Quatsch nur mit den unwichtigen Personen, wie gesagt. Roland of all people. Ansonsten, wie gesagt, können wir vielleicht auch he said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him. Well, none of us would be here. Wie gesagt, Pyle ist gerade im Gespräch, wir können ein bisschen suchen. Ich kann ja nochmal probieren, mit der Eulen zu reden. Vielleicht kriegen wir doch eine Nebenquest. I don't feel lucky. I feel like I'm at the end of my rope. How do you do it? How do you keep going? We're in the same boat then. That's somewhat of a comfort. Wenn die uns nichts mehr mit uns quatscht, ist ja die Frage, was wir dann machen. But I have to ask. The others might still be out there. Ist noch eine Quest auf der Karte? They're in Moonrise. And God's have mercy on anyone in that hell's pit. Keine Ahnung. Wie gesagt, Digga, ich würde ehrlich gesagt nicht hier weiterlaufen, weil ich glaube nicht, dass wir hier sein sollen schon mit unserem Level. Thank you. Ja, aber jetzt die Frage, ob wir jetzt hier noch was im Dorf machen sollen. Just be careful up there. Wir müssen nur im Dorf gucken, ob da was über das ist. Hier muss man vielleicht mit einer Person reden. Da hinten spielt noch einer Schach, mit dem habe ich noch nie gequatscht. It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eye. Sagen, ich hätte noch ein paar Fragen enough. Und dann seht ihr uns hier was. You flatter yourself. You're not the only soul of interest in this ruin. This is Last Light, where hope hangs on by a single withered thread. I can mend it or cut it, depending on what they ask for. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free. But one good turn deserves another, does it not? Naja, und dass der hier schon wieder auftaucht, oder? For the soul sent my way, I offer a taste of the truth. Ketherick Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Und weggepufft. Gut, mit dem Heiko gequatscht. Dem Heiko gequatscht, mit der Heiko gequatscht. Dann bleibt nur sie übrig, die lasse ich erstmal aus. Hast du da in deinem komischen Raum mit noch den Leuten da geredet, Jusen? Ja, geredet? Nee. Ich bin nur bei Isobel. Da hat Claudine schon gequatscht und da kam nichts raus. Alter Leute. Ich habe noch einen Händler gefunden.
Typ, cool. In meinem Gasthaus, da wo wir auch hin sollen. I've known Marcus for years. Der hat ein ledernes Schwert. To think that he would turn on us. On me. Ja. You did well to defend Damon, Isabel. Ja. Marco, der hat wieder das Schwert. Wie geil. Sorry, das hab ich jetzt nicht reingekriegt. Marcus was scum. But the rest of us are loyal to Duke Ravengard. Loyal to Baldur's Gate, I swear it. Schwert des Lebensentzugs. Das klingt geil. Das ist leicht. Das ist ein Kurzschwert. Just keeps going with the bloody song. Nicht, okay? Nothing of use on his person. His original writ of duty. Das wäre was für mich, für mein Deutsch. Signed by Eltern himself. Fella must be one of the very first flaming fist. Bei einem kritischen Treffer erleidet das Ziel zusätzlich 10 nekrotischer Schaden, solange es kein Konstrukt oder untot ist. Du erhältst außerdem 10 temporäre Trefferpunkte. Aber ist das nicht so, dass jeder von uns bei den Händen oder anderen kriegt? Da krieg ich ein geiles Doppelschwert. Kannst gerne gucken. Nee, ich glaube, wir beide sind gleich. Aber ja, dann kauft es für dich. Falls es da ist, ich geh erstmal hin. Isabel cleared this place and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. I doubt it too, but I haven't given up hope. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. You know the name Gortash. Ja, aber der ist gewährt Resistenz gegen Feuerschaden und gegen Kälte. Das ist Waffenverzauberung plus 2, außerdem Hast, Verwandlungszauber des dritten Grades. Ich würde sagen, das nimmt Yuzen einfach als Zweithand und gut ist. Dann kann er Hast einsetzen und ist noch gegen Feuer- und Kälteschaden resistent. Also soll ich den Bogen nehmen, oder was? Würde ich sagen. Okay. Da muss man mal in das Geld anpacken, bitte. Is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch, a future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Kefrit throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse of all the cult before I reach the city. Don't count on me, and assume no aid is coming. Work with Jahira. That harper's mind is as sharp as her blade. Nee. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Okay. Aber ich hab doch 2-4. Alles kaufen. Bitte? Na, aber 1-4 kostet doch einfach. Ja, hat ich schon geredet? Nee, 1-1 kostet beides. Ach so. The cultists are among us and you want to chat. Muss noch kaufen. Let the professionals handle this. Kauf beide. Flame Color. That's your name, isn't it? Kannst du dir bei mir rausnehmen? Art Color? I'm Fistula. Will denn jemand jetzt diese Art haben, die ich habe? Weiter vielleicht, weil er keine hat? Climb. Ich brauche keine Armbrust eigentlich. Ja, ich habe durch meinen Zauberstab Standardangriffe, die ich auch nutzen kann, neben meinen normalen Standardzaubern. Ich kann immer zaubern, Jürgen. Ich kann bloß nicht immer mittlere bis große Zauber machen. Das ist das Problem. Wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Wenn du geübt und denkst, nee, so gut ist die Armbrust nicht. Man bräuchte wäre neue. Ja. So Waffenverzauberung plus 1, da ist nichts Gutes. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. Gut, wollen wir denn vielleicht eine lange Rast machen?
Ja, noch nicht fertig. Wenn mir einer helfen würde und sich mit anderen unterhalten würde, würde man hier schneller durchkommen. Wir müssen uns da jetzt auch nicht mit allen unterhalten, oder? Na dann halt nicht. Mit den Kühen habe ich schon alle gesprochen. Ich wüsste nur noch, dass ich mit Damon coachen soll. Ja, der steht doch hier. Quatsch schon mit dem. Mach ich ja gerade. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Der Daemon, der ist irgendwo in den Schatten. Was denn für ein Metall? Das hat er jetzt nicht gesagt. Er hat gesagt, irgendwo draußen in den Schatten unter der Erde ist ein Metall. Können wir das zu bringen? His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. If he does, he isn't sane. Gegenstand erhalten. Hätte ich gar nicht gedacht. Heard you're meant to be heading toward the towers. With a single word, Floric could charge the coast's most powerful force with taking back the Grand Duke. We ought to be doing just that, not babysitting this stump. And yet, orders are orders. Where we are walking. Mich eigentlich mit ihm. Monsters snuffling and stalking in the shade where we are walking. No, not till I met R anyway. It seems to be all he remembers. Thank you. Bitte, bitte, meine Liebe. So. Och, die Kamera. Gut. Ja, also im Lager. Hier oben ist ich bin im Lager, ja. Geh nochmal auf Klo, bis Pilar fertig ist. Und dann ja, ich bin mit allen fertig hier unten. Ich bin nur noch. Hat einer mit der. Wer ist die? Ja. Heira. Ja. Gesprochen. Heira. Die mit den zwei Schwertern auf dem Rücken? Ich nicht, ne. Ja, dann mach ich das mal. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, I... You know me already. But you'll have the honor of making up for my blunder here. I trust that you will. Then speak. The same way Hoppers learn of anything. Poking noses where they don't belong. We sent an agent to infiltrate this cult. The latest fad among the city's bored nobility, I thought. Until that same agent returned and tried to plant a knife in my neck. My first encounter with a true soul.
I'm glad ours ended on friendlier terms. So, auf die Plätze. From there, I made some inquiries of my own. So firsthand, how easily the cult could turn friend to foe with but the twist of a tadpole. And so I gathered my harpers and came to the source. Moonrise Towers. Ugh. Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods, or laying with them, depending on the bard. Ah, okay. You'll have to sing that one for me when all of this is done. In any case, it was a lifetime ago by now. And for all our victories, we remain on the back foot. We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. Nee, der wollte ja sich ja letztens freikaufen, der wollte ja in Lava baden. Nicht wahr, Alex? Was? Du hast ein Lava baden. Criterion number 1, make Catherick bleed. Criterion 2, survive that thing in your skull. Na gut. We are walking. So, sind wir alle im Lager? Nee, in der On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Don't jest. We're all closer to oblivion than go on then. It belongs. I suppose they didn't defeat him quite hard and promise not to die. And right place, right time. Sometimes life forces. No surprise to find a traitor among the Flaming Fist. So ins Lager, sagt er. Ah, das ist jetzt unser eigenes Lager. Er ist jetzt einfach nur dunkel geworden, ja. Mhm. Und wir haben uns umgezogen alle. Ja, jemand hat im Lager Gesprächsbedarf. Aus dem Jahr, oder? Ist egal. Nee, dann nicht. Wenn jemand Gesprächsbedarf hat, dann nicht. Was hat er denn? Dann müssen wir mal gucken, irgendeiner mit dem Dings oben guckt. Hier hinten links. Die Karlach. Wer will mit der sprechen? Na, mach du. Wenn du schon da bist. Guck bei den Typen hier hinten nochmal. I'll be honest, Soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Na komm, das erste auf jeden Fall nicht. Ja, er ist doch ein guter. Er ist ein Idiot, Mann. Er hat nur drauf gehört, was. Aber er ist doch nicht der Beste von uns. Also der Beste bist du oder Shaolin auf jeden Fall. Von den Skills her. Obwohl Pilar braucht auch nicht der really? But grateful. Really grateful. Ja, Pilar mit seinen Feuerangriffen, Alter. I could learn a thing or two from a man like that. Keiner von uns ran mit 40 Hopefully oder 50 Schaden, weil er da macht. First. Ich hab Sachen, die machen 48 oder gehen bis in die 64 rein. Okay, das war's schon. Okay. Dann gehen wir kommt halt drauf an, wie dollig die Sachen verstärken bei manchen anderen Sachen. So, ach, warum kann man das irgendwie nicht sortieren nach wenig? Wir können ja mal die neuen Bier essen. Trinken. Ach so. Oh, deine ist blau. War deine wirklich rot, Betonne? Ja, das war die Olle, die wir am Anfang erstellt haben. Ach so. Alter, seine Unterhaltung geht am längsten.
Der Retter ist reingekommen. Achso, Pilot privat. Der will uns nicht zeigen, was er mit ihm macht. Not everyone would have helped. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Oh, diese Schneider und so richtig cool gemacht. Wie liegt's wirklich da, David, Alter? Da sind wir wieder. Jetzt will ich doch schlafen. Alle vier Rücken an Rücken. Und alle Dinger wieder voll. Nice. Das macht mich happy. Arlach hat ja schon wieder Gesprächsbedarf. Ich glaube, die ist einzige Kenner, der wäre nur Quatsch. Kommt diesmal Quatsch nicht mit dir. Naja, dann verkauf ich jetzt mal ein bisschen Essen. Mach das, Tiki. Oh my god, Soldier. That's Jahira. The Jahira. Alter, zieh mal den Umhang an, wenn du es vergisst. Ich bin gerade in Yusen seinem Gespräch drin. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. My mommy. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories a thousand times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Yeah, sie ist ein bisschen stark verliebt. Senate Cape. So. Ach, da. Ja, nice. Kann ich jetzt ein bisschen Essen verkaufen, ja, an die ganzen Typen. Ja, aber das Cape ist mega gut für dich. Palderos. Ja, cool, wenn ich irgendwo noch ein Cape finde, wo ich einfach Metall mit zerschneiden kann. Ich den Gegner mal weg. Scheiße, ich hab meinen Reisensack verkauft. Das ist schlecht. Ich hab noch einen Flickensack übrig. Wo ist jetzt das ganze Essen? Ich denk mal, das hast du mit dem Sack mitverkauft dann. Okay, du hast jetzt meine Stiefel an, ja, David? Oder? War noch die mittlere Rüstung, oder? Ja. Du kannst jetzt schon mittlere Rüstung, ja, David? Ich kann mittlere Rüstung tragen, ja. Deswegen habe ich sie gerade angezogen. Weil ich mir dachte, du kannst sie ja noch nicht tragen. Ja. Ja, genau. Ich habe alles erst verkauft. Wir haben wieder 800 Gold. Nice. Ja, sonst kannst du auch. Warte, meine. Ah, nee, meine Schuhe sind auch mittlere Rüstung. Cool. So, Wie sehen denn bei euch die Reisesäcke aus? Bei Pyla ist ja auch das Ding voll. Kann ich das da auch alles verkaufen, was da drin ist? Zu tun, ja.
So, kann der Reisewagen ist nicht voll. Ich speichere erstmal. Ne, deiner nicht, ne? Ne, mir zeigt er auch noch die Quest, dass ich mit Damon quatschen soll. Machst du das gerade? Ne. Ich quatsch gerade mit Damon. Also, du wirst irgendein Metall finden. Das wäre nur eine neue Quest, denke ich. Ja, ich würde die Quest hier noch annehmen und dann. Ich fand die Idee, zum ersten Arc zurückzukehren und da die ganzen Nebenquests wegzumachen, ganz gut. Na, dann gehen wir wieder zurück. It'll need to. Cleric's magic won't hold out the darkness forever. So, sorry. Wusste nicht, dass die Anfrage kommt. See if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. Warum hast du gerade ein Spell benutzt? Weil Charlene mir sagte, seit ich das Amulett habe, dass ich diesen Teil des Mann der Absoluten mit Beistand immer machen soll, wenn es möglich ist. Und das mache ich. Das ist der Grund. Ja, sein, sein Beistand-Ding, da kriegt er temporäre Leben. Oh, okay. Bis zur nächsten langen Rast quasi, also das verbraucht halt nichts. Das kann er einfach aktivieren. Ja, dann ist er gut. Ich dachte, er hätte jetzt einen Zauberspruch oder sowas verwendet. Ich habe nur den Talisman benutzt, sag ich mal. Ja, ich habe wieder wegen der Klinge und so, ist geil! Jetzt können wir wirklich eine große Fights geben, wenn ich überhaupt habe. I bet they're close. Watching us. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil, but it should just about do. Just about? Just about. Gut, ich bin so alles verkauft. Wir haben jetzt wieder 1200 Gold oder so. Naja, dann wollen wir uns erstmal zu Smarktheim teleportieren und da erstmal gucken auf der Karte. Klingt doch gut. Dann machen wir den ersten Abend, oder? Jo. Machen da erstmal ein bisschen Skilly Skilly und Questy Questy. Na, gucken wir mal, was wir da alle noch so haben, ne? Ich glaube, vieles ist nicht mehr. Außer den Nebenquests noch mal extra zwei Nebenquests und so. Kann passieren. So, zerstörtes Dorf haben wir. So, ne, da müssen wir in den Keller, aber das war's. Unten beim Teehaus haben wir auch noch zwei Quests. Und oben haben wir auch noch welche. Die oben würde ich nicht machen. Entweder Teehaus oder beim zerstörten Dorf. Na, du meinst, hilft dem Geist des Amuletts oder was? Was du nicht machen willst? Nee, das könnte man auch machen, aber das andere ist, glaube ich, bringe Laesel zum Inquisitor. Glaube ich, noch später. Wenn wir da über die Brücke, oder? Obwohl. Das gibt ja nicht später, wir haben jetzt die Arc so weit schon durchaus eigentlich. Vollende die meisterliche Waffe. Ja, ne, das war, glaube ich, da, wo wir noch nicht hingekommen sind.
Ja, dann müssen wir irgendwie an dem Dorf irgendwie runtergehen. Da war ja, wir müssen so einen Hammer finden, um da den Durchgang frei zu. Das war der Durchgang, wo wir nicht durchgekommen sind. Naja, das meine ich ja. Das meine ich ja, dass wir da noch nicht. Und deswegen würde ich unten erstmal Teehaus machen. Ja, dann machen wir Teehaus. Teleportieren wir uns dahin. Was müssen wir dann da machen, mein Teehaus? Quatschen. Steht da direkt Teehaus beim. Finde den Pilzsammler, rede mit Blau. Ah, nee, stimmt, rede mit dem Händler, den wir in die Luft gesprengt haben. Aber wir sollen. Erstatte den Mykoniden-Souvenir-Bericht. Und. Oh, finde das Amulett ist hier unten auch. Na, irgendwie. Obwohl, ja, stimmt, das war ja letztes Mal, glaube ich, Buggy, weil wir den getötet haben. Deswegen können wir nicht mit dem reden. Und mit Toten können wir nicht reden, weil sie verbrannt sind. Ja, aber nicht hier, oder? Hier waren doch auch diese riesen Orks, wo wir diese Pfeife gefunden haben. Oder irre ich mich jetzt? Nee, die Frage wird nee, Pfeife gewesen. Nicht. Das war die Hexenolle. Genau. Aber noch eine Etage tiefer können wir auch nicht gehen. Ja, doch, wir müssen durchgehen. Ja, durchs Feuer, ja. First step is the hardest. Ach so. Ja, der Marker, der da hinten ist, der ist ja da, wo wir den Händler gekillt haben. Auszusehen. Wir müssen auch noch irgendwas im Teehaus machen, oder? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir da noch irgendwas finden müssen. Oder ob das jetzt hier. So, dass die. Genau, das hier die Folterkammer. Dearest Efren, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Hey, hinten geht's doch weiter. Ein Teleportationspunkt. Oder, hier ist offen. A thief who tried to steal from Auntie. My now gentle Lauren guards my home. Wish to know. Hier kommen wir nicht runter. Bei hier hinten geht es definitiv weiter, aber da. Da standen wir doch schon vor dem Tor. Ja, und da geht's. Da kommen wir nicht weiter. Das ist richtig, nee, da kommen wir nicht weiter. Da machen wir das Teehaus. Ja, ich suche gerade die Quest dafür. Im Teehaus. Irgendwann irgendwie. Schon. Irgendwas. So, und der User konnte hier hochspringen. Ja, wie gesagt, da oben kann man nicht viel machen. Ah, ne, ich kann jetzt hochspringen. Mit dem Fahrstuhl sind wir hier in die Unterwelt gekommen, oder? Und woanders kommen wir auch nicht rüber, oder? Von hier drüben? So, gezaubert. Ja, weil es jetzt resistenter gegen Schalen ist. Aber trotzdem schlechter. Nöchiger Käfig. Aber hier sind wir doch bestimmt auch schon überall lang, oder?
Aber die hinten lang ist ja woanders. Hm. Kann jemand mal hier hinlaufen? Ist das... Und da kommen wir doch gerade. Achso, okay, Schädel, das ist das Problem. Ah, hier mit dem Pilzring war hier unten. Ah, ja, stimmt. Direkt hinter der Wand ist so ein Schädel, den müssen wir am besten irgendwie nehmen. Ja, genau da. Aber ich komm nicht rein. Peiler, hast du nicht eine magische Hand? Ja. Aber ich glaube, der Schädel hat nichts damit zu tun, oder? Ja, schon, ich glaube. Warum nicht? Da wird mir auf jeden Fall krass angezeigt. Sonst nichts weiter in diesem ganzen fucking Raum. Warum denn dieser Schädel? Komm bloß nicht hoch. Ich glaube, wir müssen diesen Hammer finden erstmal, damit wir durch die Dinger durchkommen. Hammer bei Pflanzen hilft nicht viel, oder? Na das doch, okay, diesen Baum mit dem Hammer. Doch, diesen Linkshammer. Das hat er doch gesagt bei der anderen Quest. Wir haben aber schon mehrere Hammer verkauft, nicht dass er dabei war. Nein, das ist ein Magma-Hammer, den wir finden. So, und ganz hinten am Ende, da waren wir auch schon, da kamen wir auch nicht weiter, war. Ja. Erfahre mehr über die Adamant-Schmiede. Die Schmiede wird von einem Wächter bewacht, der Magma und einem gewissen heißen Hammer gegenüber empfindlich ist. Wir müssen diesen heißen Hammer finden. Und dann kommen wir mit diesem heißen Hammer, kommen wir wahrscheinlich auch hier durch. Kann sein, ja. Das könnte wirklich gut sein, ja. Na, da hinten war der Pilzring. Waren wir hier hinten in dem goldenen Portal schon drin? Ja, war, da kommen wir woanders. War der Pilzring. Ja, da kamen wir wieder 3 Etagen tiefer, Dicker, wo wir auch nicht weiterkamen. Da war auch wieder so eine komische Wand. Genau, das war doch die Schmiede, oder nicht? Ja. So, Pilzring. So, achso, und dann schickt er uns wieder nach oben. Aber im Teehaus, das ist keine Quest, warum wird das nicht angezeigt? Das heißt, wir müssen den Hammer erst finden. Genau. Ja. Na, dann können wir ja nur die Olle zur. Oder? Zerstörtes Dorf. Zerstörtes Dorf ist auch vor Ende, die Waffe. Oder kommen wir da wieder hier nach unten? Gute Frage, nächste Frage. Na, dann wir uns zum zerstörten Dorf. Hier den Brunnen zeigt er an. Ja, da bin ich letztens auch reingegangen. Ja, da müssen wir hin. Ah, okay. Dann ab in den Brunnen. In welchen Brunnen? Der rechte vorne steht. Zum Teleporter, zerstörtes Dorf. Flüsternde Tiefe. Da kann. Ich war mal halt auch schon. Ja, wir haben die Schiffe gekillt. Hier oben ist anscheinend ein Loot. Ah, das war die erste fette Spinne, wo wir hier ankamen, oder? Ja. Seid ihr jetzt nicht im zerstörten Dorf? Wir sind in den Brunnen reingegangen. Genau, zerstörtes Dorf in den Brunnen. Doch, okay. Da unten. Hier oben ist nichts, wir sind da raus, oder? Müssen wir hier hoch? Nee. Ja. 6 Schaden bekommen? Das hat er mir nicht angezeigt. Dämlich. Wo kommen wir denn da rüber? Oder wir müssen hier vorne rechts abbiegen. Hier rüberlaufen. Ja, hier ist eine Mauer, die können wir kaputt machen. Hier drüben ist nichts.
Achso, ich hatte mal. Haben wir einen Hammer generell? Nee, war? Ich habe letztens mal jemand gesehen, der hat sein Equipment zu einem Hammer gewechselt und dadurch hat er dann die Wand kaputt gemacht. Ja, muss vielleicht Jusen nochmal gegenhauen. Ich hab keinen Hammer. Dann mach's einfach mit deinem Zweihandschwert. Probier's nochmal. Vielleicht reicht das auch schon. War dahinter nicht schon mal? Nee, dahinter waren wir noch nicht. Ah, hier Nachforschung. Aber ihr habt auch schon Nachforschung gemacht, oder? Ah, erfolgreich. Ja, meine war erfolgreich. Jetzt können wir es auch kaputt machen. Oh, nice. Ich hab sehen. Waren wir schon mal, alle Kisten sind leer. Ah, warte. Aber da können wir jetzt die Waffe schmieden. Wir brauchen aber dieses Material. Warte kurz. Das habe ich, glaube ich, in der Truhe. Wo ist meine Truhe? Ich sehe meine Truhe nicht. Welche Truhe? Meine Lagertruhe. Es sind nur drei Truhen. Machen wir mit M auf. Vielleicht ist irgendwo anders eine Truhe. Alle klar. Jetzt weiß ich, wo der Eingang war. Meine Truhe ist weg. Na, drück mal M. Geh nochmal raus aus dem Lager und geh wieder rein. Vielleicht ist die nur auf der anderen Seite. Macht ja gar keinen Sinn, die müsste ja eigentlich da stehen. Geil. Wie gesagt, geh nochmal kurz raus. Unsere Spuren sind da und deine nicht. Ach so. Krank. Ja, aber in meiner Truhe liegt das, was wir jetzt brauchen. Richtig gut, ey. Ach, ist denn scheiße jetzt. Warte, zerstörtes Dorf. Geh ich hier mal ins Lager. Müsste jetzt ein anderes Lager sein. Ach so, ja, stimmt. Das wird funktionieren. So, und da ist meine Truhe, ja. Was ist denn das? Ist richtig dumm, ja. So, und da ist die Rinde, die wir brauchen. Kann ich da jetzt nämlich die Waffe schmieden? Jetzt muss ich da nochmal hinrennen. Und das könnte jetzt nämlich der Hammer sein, den wir schmieden müssen. Mal gucken. Ein Großschwert. Oder eine Sichel, okay. Was? Haben wir jetzt irgendwas gekriegt? Nee, aber du kannst dir jetzt, glaube ich, aussuchen, was du craften möchtest, oder? Ich habe jetzt hier irgendwas kombiniert, aber... Das ist auch keine neue Waffe, weil ich da... Fehlt dir noch irgendwas? Nö.
Na, wir brauchen noch was. Irgendeinen Gegenstand brauchen wir noch. Achso, das hast du gerade auch schon gemacht. Was sagt denn die Quest? Die sagt. Spiel dir eine Waffe. Kombinieren. Dann vielleicht müssen wir da irgendeine Waffe reinpacken. Haben wir noch eine alte Waffe? Noch irgendjemand eine Waffe, die wir nicht brauchen? Ich glaube nicht, dass du deine Waffe einfach reinschmeißen kannst, oder? Naja, wenn ich drauf klicke, zeigt er mir halt mein ganzes Inventar an, deswegen. Und da steht Schmiede eine Waffe. Ist ja vielleicht egal, welche Waffe wir schmieden oder. Egal, welche Waffe wir reinpacken, aber wir müssen ja irgendwas kombinieren. Ich habe halt nur ein Schwert. Wir können es damit probieren. Wenn du jetzt speicherst, können wir es mal probieren mit meinem. Okay, die magische Hand halt. Nee, wir sollten eventuell eine Waffe nehmen, die. Vielleicht eine graue oder eine grüne Waffe oder sowas. Pfeiler, hast du noch einen Stab, den du abgeben kannst? Dann packen wir den mal rein. Nee, der hat auch nichts. Doch, den Kakophoniestab. Ja. Den blauen. Naja, oder den orangenen. Den ich da noch drin hab. Ja, der ist einzigartig. Ich glaube nicht, dass wir den benutzen können. Aber wir können es probieren. Nee, einzigartig nicht, glaube ich. Na, ich kann es ja probieren, warte. Ey, warte, ich kann doch vorher speichern. Ja, ja. Dann nehme ich einfach mal den blauen und den Dings. Dann musst du doch nur eine Sache reinpacken, oder? Ja, aber kann ja sein, dass es nicht funktioniert mit irgendeiner von beiden. Ja, gut, dann hast du Unrecht. Aber ich glaube, das muss wirklich eine Schlagwaffe sein. Ja. Kombination unmöglich. Kombination unmöglich. Okay, komm, du hast ja gespeichert. Ich gebe dir jetzt mal mein Zweischwert. Probier das mal. Nicht möglich. Okay. Also müssen wir vielleicht wirklich einen Hammer reinpacken. Gucken, ob ich noch was in meiner Truhe habe. Nö. Doch, ich habe einen einfachen Hammer. Das hier, Streitkolben. Leichter Hammer. Das hätte ich. Aber wir hatten ja jetzt diese Sur-Rinde. Vielleicht hätten wir das anders kombinieren müssen. Die Rinde mit dem Hammer oder was? Keine Ahnung, ja. Ja, die Rinde, da ist auch immer noch was drin auf der linken Seite, oder nicht? Deswegen, du kannst ja nur eine Sache reinmachen. So, nimm mal die beiden Sachen aus meinem Glaubensspeicher. Nee, das ist ja der Schmelzofen, der da drin ist. Ja. Ja. Also das probieren wir mal mit den beiden Sachen, die ich in meinem Inventar jetzt habe. Mal rein und dann gucken. Wenn hier. Nee. Stab der Mumen, den meinte ich. Ja, habe ich probiert. Geht nicht. Also du hast zwei Hämmer bei dir jetzt drin. Ich glaube, die habe ich reingemacht. Nee, geht mit beiden nicht. Glaubensbrecher. Oder wir brauchen noch dieses komische Metall. Wir brauchen irgendein Metall noch. Ja. Nur diese Baumrinde war gemeint. Na, die habe ich ja reingepackt. Deswegen ist es ja jetzt blau. Genau, jetzt brauchen wir glaube ich noch eine Zutat, damit das Schwert. Weil aus Baumrinde kannst du ja kein Schwert oder irgendwie oder kein Hammer oder sowas machen. Aber das steht doch da. Wir haben die Susu-Rinde. Jetzt müssen wir zur Schmiede zurück. Ist jetzt halt aber die Frage, vielleicht, David hat ja danach gespeichert, nachdem ich die Sur-Rinde da reingeschmissen hab. Ja. Vielleicht habe ich die jetzt verbrannt. Hätten wir vorher irgendwie kombinieren müssen mit irgendwie. Ich kombiniere, vielleicht wird jetzt wirklich noch eine Sache, die wir reinmachen müssen. Wir haben die Sur-Rinde, jetzt müssen wir zur Schmiede zurück. Genau, aber wir haben ja die Susurinde nicht mehr. Die habe ich jetzt kombiniert mit dem Schmelzofen.
Richtig, wir sind ja vorher zum Schmerz und uns da reinmachen. Jetzt müssen wir wieder so spielen. Da sagt er uns denn, was wir als nächstes brauchen. Wäre doch Quatsch, dass man denn hin und her rennen muss. Ja? Keine Ahnung. Hier steht Schmiede eine Waffe. Jetzt müssen wir zur Schmiede zurück, ja. Und wir sind doch jetzt in der Schmiede, oder? Ja, das ist der Erlenschmelzofen. Ist das eine extra Schmiede, Neva? Müssen wir doch gleich mal googeln. Aber die Quest wird ja hier angezeigt, Schmiede eine Waffe. Und es wird irgendein Gegenstand fehlen oder so. Ich wähle mal auch von außen.